Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video stelle ich euch meine liebsten Mods für Kinder vor. Viel Spaß! Wie bereits gesagt, heute stelle ich euch meine liebsten Mods für Kinder vor. Falls du übrigens noch nicht so viel über Mods weißt und auch nicht wirklich weißt, wie du sie zum Laufen bringen kannst, ich habe dazu ein Video gemacht, in dem ich alles Schritt für Schritt erkläre. Ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Und ich habe auch schon jede Menge anderer Videos über Mods gemacht, also schau am besten in meiner Playlist vorbei. Aber gut, dann beginnen wir jetzt gleich mit dem ersten Mod. Der erste Mod auf meiner Liste, der nennt sich Bicycles for Kids and Toddlers. Und wie der Name schon sagt, dank diesem Mod können Kinder und Kleinkinder nun endlich Fahrrad fahren. Um genau zu sein, beinhaltet der Mod zwei Fahrräder für Kinder, zwei Fahrräder für Kleinkinder, ein Dreirad für Kleinkinder und dann auch noch ein Auto für Kleinkinder. Und für diesen Mod benötigt ihr lediglich die An-die-Uni-Erweiterung. Aber sehen wir uns das Ganze am besten gleich einmal im Spiel an. Wie auch bei meinen anderen Videos über Mods bin ich auch heute bei einem Mitglied der Familie Smith. Und zwar sind wir heute mal wieder bei Maya, ihrem Ehemann Patrick und ihren Drillingen. Falls du schon einige andere Mod-Videos von mir gesehen hast, dann fällt dir sicher auf, dass wir umgezogen sind. Bis vor kurzem hat die Familie nämlich in San Myshuno gelebt, aber mit drei Kindern wurde es da leider zu eng und deshalb leben wir jetzt in Evergreen Harbor. Hier haben wir jetzt Julia, sie ist eine der Drillinge und mit ihr werden wir heute Fahrrad fahren. Und dafür müssen wir zu Beginn natürlich erst einmal ein Fahrrad kaufen. Das Fahrrad befindet sich natürlich im Baumodus. Und dann hier unter draußen müsst ihr hier auf Verkehrsmittel gehen. Wie euch sicher auffällt, hier sind jetzt jede Menge neuer Objekte. Und zwar schauen wir uns die jetzt alle einmal genauer an. Wir haben hier zu Beginn das Toddler-Bicycle, also ein Fahrrad für Kleinkinder. Das Ganze sieht so aus, sogar mit Stützrädern, also ich finde es unglaublich süß. Und das gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farben. Ich gehe jetzt schnell einmal alle Farben durch, die der Mod beinhaltet. Dann gleich daneben haben wir ein Dreirad für Kleinkinder. Auch das kostet 100 Simoleons und sieht so aus. Und natürlich gibt es auch das in unterschiedlichen Farben. Wie gesagt, auch das ist leider nur für Kleinkinder verfügbar. Das finde ich ein wenig schade. Wäre auch cool, wenn Kinder damit fahren könnten. Als nächstes haben wir dann dieses Fahrrad. Das ist eben für Kinder geeignet. Und auch das gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das ist jetzt einfach mal in Gelb. Und dann gibt es noch ein Dreirad, und zwar dieses. Und wie immer gibt es natürlich auch das in unterschiedlichen Farben. Dann haben wir hier noch ein zweites Rad für Kleinkinder. Und hier auch noch ein Rad für Kleinkinder, nehme ich an. Und dann haben wir noch dieses Rad. Das ist eben für Kinder. Zum Größenvergleich, das Rad für Erwachsene sieht so aus. Also man merkt eben schon einen wirklichen Größenunterschied. Das ist eben für Erwachsene, die beiden für Kinder und das alles ist für Kleinkinder. Wie versprochen gibt es auch Spielautos und zwar gibt es dann einmal dieses und einmal dieses. Und ich glaube, das können Kinder auch benutzen, deshalb werde ich das jetzt auch gleich einmal kaufen. Und dann verkaufe ich einmal alles, was für Kleinkinder ist. Da die Drillinge nun nämlich Kinder sind, kann ich mit den anderen Sachen nichts anfangen. Gut, behalten wir einfach mal dieses Rad. Das verkaufen wir und dann behalte ich noch dieses Auto. Und dann werden wir das Ganze gleich einmal testen. Und zwar wird Julia jetzt das erste Mal auf ihr Rad steigen. Sie wird es jetzt einmal als bevorzugtes Fahrrad festlegen und dann Fahrrad fahren. Okay, sie kommt leider wegen dem Auto nicht hin. Dann muss ich das Auto kurz ein wenig wegstellen. Okay, also das Auto steht jetzt hier und das Fahrrad steht hier. Und dann schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Komm, Julia, jetzt gehst du Fahrrad fahren. Und sie steigt auf. Es sieht irgendwie ein bisschen wackelig aus. Radel mal hier hin. Das sieht super cool aus. Also es scheint auf jeden Fall alles zu funktionieren. Und dann probieren wir das Ganze am Auto aus. Und zwar Fahrradfahren. Es ist jetzt zwar nicht unbedingt ein Fahrrad, aber das ist ja egal. Ich habe keine Ahnung, ob sie das Auto dann auch ins Inventar gibt. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Gut. Julia steigt ein. Oh mein Gott, die Animation ist total süß. Ich meine, okay, es passt jetzt nicht wirklich, aber es ist trotzdem unglaublich cool. Fahr mal hier hin. Wow, ich liebe es. Das sollte es auch für Erwachsene geben. Ich meine, es sieht ein bisschen holprig aus, also wenn sie um die Kurve fährt und so. Also jetzt hier, das mit den Reifen stimmt jetzt nicht zu 100%.
aber mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich finde es unglaublich cool. Das war jetzt auch schon alles vom ersten Mod. Machen wir am besten gleich mit dem zweiten weiter. Und der nächste Mod, den ich euch vorstelle, der ist von Little Miss Sam. Und zwar nennt sich dieser Kids Can Go For A Walk With Dogs. Also ja, endlich können auch Kinder mit Hunden spazieren gehen. Wie ihr euch vermutlich denken könnt, das ist ein eher kleinerer Mod und wie gesagt, es geht eben einfach darum, dass Kinder mit Hunden spazieren gehen können. Aber ich zeige euch das jetzt am besten gleich einmal im Spiel. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen zweimal die Woche Videos über die Sims. Wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, für diesen Mod müssen wir erst einen Hund adoptieren und das wird die liebe Maya jetzt machen. Dafür gehen wir unter das Telefon und dann hier einen Service engagieren. Und da haben wir jetzt Hund adoptieren und genau das werden wir jetzt machen. Oh mein Gott, das sind so liebe Hunde. Ich möchte die Missy. Oh mein Gott, wie süß ist sie. Ja, ich brauche sie. Und dann werden wir die Missy zu uns holen. Kommt da nicht nochmal eine Benachrichtigung? Ich warte einfach mal ab. Oh, sie ist schon da. Oh, das ging schnell. Wow, okay. Wie bist du in mein Haus gekommen? Ich habe keine Ahnung. Gut, die freundlichste Art, sich vorzustellen. Ach, weil sie Tierfreundin ist. Gut, dann werden wir ihr ein Leckerchen geben. Und die Freundschaft anbieten. Und dann können wir sie gleich adoptieren. Möchtest du dieses Tier wirklich adoptieren? Ja, ich weiß, es ist eine große Verantwortung. Aber ja, wir möchten es adoptieren. Missy. Macht Missy einen Nachnamen? Nein, sie heißt einfach nur Missy. Gina, du bist jetzt dran und zwar wirst du jetzt mit Missy spazieren gehen. Und zwar können wir jetzt dank diesem Mod, wenn wir auf Missy draufklicken, unter Tierpflege ganz normal mit ihr spazieren gehen. Und dann werden wir jetzt einen mittleren Spaziergang mit ihr machen, damit ihr sehen könnt, dass es dann einfach genau gleich ist wie normalerweise eben bei den Erwachsenen und man eben ganz normal jetzt auch endlich mit Kindern mit Hunden spazieren gehen kann. Und jetzt leint Gina Missy an. Und dann gehen die beiden spazieren. Komm. Und wie ihr seht, es ist ganz normal, wie es normalerweise eben bei den Erwachsenen ist. Lediglich beim Anleinen hat es ein wenig geglitscht, also das hat ein wenig komisch ausgesehen. Aber im Grunde funktioniert es eben ganz gleich wie auch bei den Erwachsenen. Und ja, wie gesagt, ich verstehe absolut nicht, warum das nicht schon von EA aus für Kinder möglich ist. Es ergibt ja gar keinen Sinn, dass Kinder nicht mit Hunden spazieren gehen können. Aber ja, nicht alles muss immer Sinn ergeben. Der nächste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der nennt sich Education Overhaul und der ist wirklich riesig. Also ich kann euch vermutlich nicht einmal die Hälfte davon in diesem Video zeigen, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Auf jeden Fall bietet dieser Mod neue Möglichkeiten für eure Kleinkinder, eure Kinder, eure Teenager und eigentlich auch sogar für eure Erwachsenen. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Es geht nämlich darum, dass das komplette Schulsystem überarbeitet wurde. Also eure Kleinkinder können jetzt in die Vorschule gehen und eure Kinder und Teenager können sich individuell an unterschiedlichen Schulen bewerben. Also es gibt öffentliche Schulen, es gibt Privatschulen, es gibt Internate, es gibt einfach alles. Falls du übrigens eine deutsche Übersetzung benötigst, schau am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Und wie der Name des Videos schon sagt, heute geht es um Mods für Kinder. Das heißt, ich werde euch jetzt vorstellen, wie der Education Overhaul das Leben eurer Kinder beeinflusst. Und dann starten wir jetzt gleich ins Spiel. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, dieser Mod ist unglaublich umfassungsreich, aber ich werde euch jetzt einfach ein paar kleine Elemente zeigen. Und zwar können dank diesem Mod eure Kinder jetzt auf unterschiedliche Schulen gehen. Klicken wir jetzt einfach mal mit Max auf den Computer und hier unter Schule sehen wir jetzt Schuleinschreibung. Und hier haben wir jetzt unterschiedliche Optionen. Wir haben die Bedlington Lateinschule, wir haben SimCity Academy, Wintercrest Vorschule und Striker Alternativschule. Die Bedlington Lateinschule ist eine spezialisierte Gesamtschule, ein Ort, an dem die Liebe zum Lernen wächst. In einem akademisch strengen und integrativen Umfeld erkennen wir die Stärken aller unserer Schüler an. Unsere Mission ist es, lebenslang lernende und verantwortungsbewusste Bürger zu fördern. Die SimCity Akademie ist eben ein Internat und die Beschreibung ist im Wesentlichen genau das gleiche wie bei der Bedlington Lateinschule. Dann gibt es eben noch die Wintercrest Vorschule, das ist eine Eliteschule. Die Wintercrest Vorschule ist ein Elite-Internat mit erstklassigen Einrichtungen, einem riesigen Gelände und einer erstklassigen internationalen Ausbildung. Unsere Schüler sind nicht nur Schüler dieser Hallen, sondern Schüler der Welt.
Sie knüpfen Verbindungen und schaffen Erinnerungen, die sie ein Leben lang begleiten werden. Und dann gibt es eben noch die Striker Alternativschule. Das ist eine öffentliche Alternativschule. Die Striker Alternativschule richtet sich an Schüler, die spezialisierten Unterricht und individuelle Betreuung benötigen. Hier geht es um jeden Einzelnen. Dann würde ich sagen, Max bewirbt sich einmal bei der Bedlington Lateinschule. Und wie wir sehen, er setzt sich dann auch wirklich an den Computer und verfasst eine Bewerbung. Oder informiert sich zumindest darüber. Was genau er macht, sehen wir natürlich nicht. Nach einigen Minuten erhalten wir folgende Benachrichtigung. Max hat sich entschieden, die örtliche öffentliche Schule nicht zu besuchen und hat sich eine Alternative gesucht. Die Bewerbungen bleiben 5 Tage aufrecht. Alle verfügbaren privaten und spezialisierten öffentlichen Bildungseinrichtungen erfordern eine persönliche Stellungnahme, eine Besichtigung des Geländes und ein Vorstellungsinterview sowie eine ausgefüllte Bewerbung einschließlich einer Bewerbungsgebühr. Eine Zusage ist nicht garantiert. Bei Annahme wird der Schüler an der Schule seiner Wahl eingeschrieben. Wenn er abgelehnt wird, wird er an der öffentlichen Schule eingeschrieben. An seinem nächsten Geburtstag kann er sich erneut bewerben. Das heißt, jetzt müssen mehr Interaktionen freigeschaltet sein. Und wenn wir jetzt unter Schule gehen und unter Schuleinschreibung, dann sehen wir, er kann an Besichtigung und Vorstellungsinterview teilnehmen und eine persönliche Stellungnahme schreiben. Es ist 2 in der Früh, deshalb hätte ich gesagt, er schreibt jetzt erst einmal die persönliche Stellungnahme. Und Missy sieht ihm gespannt dabei zu, auch wenn ich nicht unbedingt verstehe, was daran so spannend ist. Jetzt nervt ihn auch noch Gina, das läuft ja großartig. Die Stellungnahme ist fertig. Max hat seine persönliche Stellungnahme fertiggestellt und zur Bewerbung hinzugefügt. Wenn bereits ein Vorstellungsgespräch geführt wurde, ist es an der Zeit, die Bewerbung einzureichen. Andernfalls besteht der nächste Schritt im Bewerbungsprozess darin, an einer Besichtigung des Geländes und einem Aufnahmegespräch teilzunehmen. Es ist zwar noch nicht mal 5 Uhr früh, aber ich hätte gesagt, gehen wir trotzdem einmal zur Besichtigung und zum Vorstellungsinterview und er nimmt jetzt einfach mal seinen Vater mit. Sagen wir einfach, der Weg dorthin ist sehr weit und sie müssen jetzt schon losfahren, damit sie pünktlich um 8 Uhr dort sind. In der Zwischenzeit wird sich Julia am Internat bewerben. Ich möchte euch nämlich auch das Internat zeigen und zwar die SimCity Academy. Und auch sie hat jetzt den ersten Schritt der Bewerbung abgeschlossen. Dann wird auch sie jetzt die persönliche Stellungnahme schreiben. Max ist übrigens schon bald wieder zu Hause. Ich bin schon gespannt, wie es gelaufen ist. Vielen Dank, dass du unsere Schule besichtigt und du zu einem Vorstellungsgespräch bei uns warst. Wir haben uns gefreut, dich besser kennenzulernen. Bitte vervollständige deine Stellungnahme, falls noch nicht geschehen, und reiche deine finalisierte Bewerbung ein. Nach dem Bewerbungsende werden wir dir das Ergebnis mitteilen. Wir werden bald in Kontakt treten. Okay, sehr gut. Dann warten wir noch, bis Julia ihre Sachen abgeschlossen hat. Gut, die persönliche Stellungnahme ist fertig. Dann gehen wir jetzt noch mit ihrer Mutter zum Vorstellungsgespräch und dann kann Max seine Bewerbung im Grunde schon abschließen. Schuleinschreibung, finale Bewerbung einreichen. Okay, und die Einschreibungsgebühr sind eben 50 Simoleons. Das finde ich jetzt wirklich absolut nicht tragisch. Vielen Dank für deine Bewerbung. Der Zulassungsausschuss wird sich in Kürze mit dir in Verbindung setzen. Ich bin schon gespannt, wie lange das dauert. Oh nein, sie haben sich jetzt schon bei uns gemeldet. Max, wir bedauern, dir mitteilen zu müssen, dass wir dir keinen Platz an unserer Schule anbieten konnten. Wir hoffen jedoch, dass du dich nächstes Jahr erneut bewerben wirst. Wir wünschen dir viel Erfolg im kommenden Schuljahr. Max hat es also leider nicht geschafft. Und da steht, wir können uns eben in 5 Tagen nochmals bewerben. Dann hoffe ich, dass es zumindest bei Julia hinhaut. Auch sie hat jetzt die Schule besichtigt und dann können wir auch bei ihr die finale Bewerbung einreichen. Es kann natürlich sein, dass das bei mir deshalb nicht funktioniert, weil die Kinder noch nie in der Schule waren und auch noch nie Hausaufgaben gemacht haben. Wahrscheinlich brauchen sie gerade für die Lateinschule einfach bessere Noten. Aber auf jeden Fall wurde jetzt auch Julias Bewerbung eingereicht und vielleicht klappt es ja bei ihr. In der Zwischenzeit zeige ich euch noch etwas, das mit dem Mod kommt. Und zwar, wenn ihr auf die Hausaufgaben eurer Kinder klickt, dann habt ihr jetzt viel mehr Optionen. Und zwar haben wir jetzt hier Aktivitätsdiagramm ausfüllen, Gesellschaftslehre wiederholen, Hausaufgaben machen, Matheaufgaben lösen, Vokabeln lernen oder eben im Inventar platzieren. Wir werden jetzt einfach einmal Matheaufgaben lösen und dann schauen wir, ob sich das irgendetwas bringt. Gut, Julia möchte jetzt Matheaufgaben lösen. Auf jeden Fall baut sie dadurch eine Fähigkeit auf, und zwar die Mentalfähigkeit. Ich werde jetzt einfach auch mal Gesellschaftslehre wiederholen klicken und schauen, was sie dann aufbaut. Da lernt sie dann die Sozialfähigkeit. Dann haben wir noch Vokabeln lernen. Da lernt sie die Kreativitätsfähigkeit. Und dann bleibt uns noch das Aktivitätsdiagramm. Da wird sie dann vermutlich die Motorikfähigkeit üben.
Genau, die Motorikfähigkeit. Also das finde ich eben auch großartig, dass ihr euch eben auch dafür entscheiden könnt, an den Fähigkeiten der Kinder zu arbeiten. Und sie hat jetzt auch die Hausaufgaben beendet. Also sie schließt damit eben einerseits die Hausaufgaben ab und andererseits arbeitet sie eben an den Fähigkeiten, die ihr gerne verbessern möchtet. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Wir freuen uns, dir mitteilen zu dürfen, dass wir dir einen Platz an unserer Schule anbieten können. Um deinen Platz zu sichern, muss ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter dich innerhalb von 24 Stunden über das Telefon oder den Computer anmelden. Willkommen an Bord und nochmals herzlichen Glückwunsch. Also Julia wurde jetzt tatsächlich am Internat angenommen und ihre Eltern können sie jetzt eben ganz offiziell an der Schule einschreiben. Das wird jetzt einfach mal Patrick übernehmen, der gerade mit irgendwem gestritten hat, keine Ahnung, was er schon wieder gemacht hat, in der Schule einschreiben, und zwar Julia. Und das Ganze kostet eben 750 Simoleons. Julia ist jetzt offiziell eingeschrieben. Gegebenenfalls wurde eine Gebühr erhoben. Wenn sie bis 12 Uhr eingeschrieben wurde, wird sie am nächsten Wochentag in der neuen Schule erwartet. Das geht sich jetzt nicht mehr aus, aber wir haben ohnehin Samstag, das heißt, am Montag wird sie dann in der neuen Schule sein. Und ihre Karriere sieht jetzt auch ein wenig anders aus. Bei ihr steht jetzt nämlich unabhängiger Dreier-Schüler und bei den anderen steht eben ganz normal Dreier-Grundschüler oder Dreier-Grundschülerin. Gut, aber dann warten wir gleich einmal, bis es Montag wird. Und endlich haben wir das Wochenende fast überstanden. Wir haben jetzt kurz vor 7 Uhr früh und haben jetzt schon die Benachrichtigung bekommen, dass Julia bald in der Schule sein muss. Also im Internat muss sie anscheinend früher sein als ihre Geschwister, denn die haben die Benachrichtigung erst jetzt bekommen. Aber warten wir einfach einmal ab, was passiert. Und nun ist Julia gerade ins Internat verschwunden. Sie hat auch eine Uniform an, wie wir hier sehen können. Und was dank der Mod nämlich noch dazu kommt, wir haben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten in der Schule. Also man kann aktiv teilnehmen, an Clubtreffen teilnehmen, an Gruppenarbeit teilnehmen, Blödsinn machen, den Unterricht stören, Freundschaften schließen, Hausaufgaben abschreiben, im Unterricht schlafen, Schule früher verlassen und Notizen machen. Und jetzt nimmt sie eben gerade normal am Unterricht teil. Ich lasse sie jetzt einfach einmal Freundschaften schließen. Immerhin hat sie gerade erst im Internat angefangen. Ihre Geschwister haben übrigens die gleichen Interaktionsmöglichkeiten, also in der Schule können eben alle das Gleiche machen, nur sie ist eben in einem Internat. Aber das war jetzt auch schon alles, was ich euch von diesem Mod zeigen wollte. Ich finde ihn unglaublich toll und er bietet noch so viel mehr, als ich euch jetzt in diesem kurzen Abschnitt zeigen konnte, also probiert ihn auf jeden Fall aus. Und der nächste Mod, den ich euch vorstelle, der ist wieder von Little Miss Sam und zwar nennt sich dieser First Love. Und in diesem Mod dreht sich eben alles um erste Liebe und zwar können sich eure Kinder dank diesem Mod eben in andere verknallen, diesen dann auch gestehen, dass sie verknallt sind und wenn ihr gut an der Beziehung arbeitet, können sie sogar schon im Kindesalter zusammenkommen. Aber gut, dann schauen wir uns das jetzt im Spiel an. Für diesen Mod müssen wir uns jetzt kurz in der Nachbarschaft umschauen, weil tatsächlich keiner der Drillinge ein anderes Kind kennt. Und deshalb gehen wir jetzt auf Reisen. Diesmal sind wir übrigens mit Max unterwegs. Okay, in dieser Welt gibt es nicht wirklich einen Spielplatz oder so irgendetwas. Aber vielleicht wohnt ja irgendwo ein Kind. Oh, hier wohnt Kim Goldblume mit zwei Kindern. Dann gehen wir am besten gleich die besuchen. Ja, Max darf alleine reisen. Er ist schon groß. Und wie bei Sims 4 üblich, steht die ganze Familie mal wieder vor dem Haus. Zum Glück möchten wir diesmal nicht einbrechen. Falls du diese Anspielung gerade übrigens nicht verstanden hast, ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, in dem ich den Be a Burglar Mod vorgestellt habe. Mit diesem Mod können deine Sims nämlich zu Einbrechern werden und aktiv in die Häuser von anderen einbrechen. Ich blende dir das Video jetzt hier rechts oben ein. Aber gut, dann freunden wir uns jetzt mit dem Kind an. Und zwar ist es Maurice Goldblume. Wir werden uns freundlich vorstellen. Und dann führen wir einfach mal jede Menge freundlicher Interaktionen aus. Wir reden über Musikgeschmack, wir werden ein wenig lustig sein und eine alberne Geschichte erzählen, über Lieblingstier reden, eine Grimasse schneiden. Ich habe mein Bestes versucht, aber irgendwie hassen sie sich. Okay, wir müssen es wohl bei wem anders versuchen. In diesem Haushalt wohnen sehr viele Kinder. Dann schauen wir am besten gleich einmal dort vorbei. Gut, dann stellen wir uns gleich einmal bei Lukas vor. Freundlich vorstellen. Und dann werden wir über die Schule reden und weiter einfach positive Interaktionen ausführen. Hoffentlich funktioniert das diesmal besser. Und endlich, wir haben es geschafft. Die beiden verstehen sich großartig. Jetzt öffnen wir gleich einmal das Sims-Profil. Hier sehen wir, dass die beiden gute Freunde sind.
Und jetzt schauen wir uns an, welche neuen Interaktionen jetzt möglich sind. Und zwar können wir dank dem Mod hier jetzt gestehen, verknallt zu sein. Und genau das werden wir jetzt gleich einmal machen. Jetzt flüstern sie miteinander und er gesteht eben, dass er sich in ihn verknallt hat. Davon hat er jetzt auch eine Stimmung bekommen. Erster Schwarm, weil in der Nähe vom Schwarm ist. Ich bekomme ein seltsames Gefühl in meinem Magen, wenn ich in der Nähe von meinem Schwarm bin. Öffnen wir jetzt noch einmal das Sim-Profil und hier sehen wir auch erster Schwarm. Süße, junge und unschuldige Liebe. Und dadurch, dass Max jetzt gestanden hat, dass er sich in ihn verliebt hat, haben wir hier jetzt die Kategorie erste Liebe. Und hier können wir jetzt einmalig Nummern austauschen und dann können wir ihn auch umarmen. Und wenn ich jetzt weiter an der Beziehung von den beiden arbeiten würde, dann könnte ich Lukas fragen, ob er nicht der Freund von Max sein möchte und dann wären die beiden eben offiziell zusammen. Also soweit man im Kindesalter zumindest offiziell zusammen sein kann. Und wie immer findet ihr auch den Link zu diesem Mod in der Videobeschreibung. Der nächste Mod, den ich euch vorstelle, der nennt sich Little Chef's Toy Kitchen und damit kommt eine Spielküche in euer Spiel. Diese Spielküchen funktionieren für Kinder und Kleinkinder und aus diesem Grund habe ich den Mod schon einmal in meinem Video über die besten Mods für Kleinkinder vorgestellt. Falls dich das interessiert, blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Mehr gibt es dann zum Mod auch nicht zu sagen. Ich zeige euch am besten gleich einmal, wie dieser Ingame aussieht. Und wieder sind wir bei den Smiths. Hier in Julias Zimmer ist ja noch jede Menge Platz, deshalb werde ich ihr jetzt gleich eine Spielküche kaufen. Und zwar, um die Spielküche im Baumodus zu finden, gebe ich hier jetzt einfach Spielküche ein und klicke auf Enter. Und hier ist sie dann auch schon, die Spielküche des kleinen Küchenchefs. Inspiriere mit der Spielküche kleiner Küchenchefs. In dieser modernen Küche können Kleinkinder und Kinder spielen und gleichzeitig wichtige Fähigkeiten aufbauen. Diese Küche macht Spaß und zaubert Erinnerungen für kleine Köche. Und so sieht das Ganze dann aus. Platzieren wir es jetzt einfach einmal hier. Und es gibt es natürlich auch in unterschiedlichsten Farben. Ich nehme jetzt einfach mal diese schwarz-weiße. Ich finde, die passt hier am besten rein. Übrigens gibt es für diesen Mod auch noch keine öffentliche deutsche Übersetzung, aber falls du die Übersetzung gerne hättest, schau einfach auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Zurück im Live-Modus haben wir jetzt zwei unterschiedliche Optionen. Und zwar haben wir einmal mit Spielküche spielen und einmal haben wir vorgeben zu kochen. Als erstes werden wir jetzt einfach einmal mit Spielküche spielen wählen. Und das ist dann die Animation. Wie ihr seht, sie nimmt auch hier wirklich die Küchenutensilien und sie hat eben dann auch so einen süßen Hut auf. Und zwar, wenn eure Kinder mit der Spielküche spielen, dann wird einerseits das Spaßbedürfnis erhöht und andererseits arbeiten sie auch an ihren Fähigkeiten. Und zwar arbeiten Kinder dabei an der Kreativitätsfähigkeit und an der Motorikfähigkeit. Bei Kleinkindern erhöht sich übrigens hierbei die Bewegungsfähigkeit. Und dann probieren wir noch die zweite Option aus, und zwar vorgeben zu kochen. Die Animation ist, wie wir sehen, genau die gleiche und sie arbeitet auch an den gleichen Fähigkeiten. Aber der Unterschied hierbei ist, dass sie jetzt auch etwas herstellt. Aber das werden wir gleich sehen, weil sie ist ja schon gleich fertig. Und zwar haben wir jetzt erstens eine Benachrichtigung bekommen. Julia ist auf dem besten Weg, um eine kleine Chefköchin zu werden, obwohl das Essen vermutlich von fragwürdiger Qualität ist. Und hergestellt hat sie tatsächlich etwas Essbares. Und zwar hat sie ein Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich hergestellt. Und das werden wir jetzt einfach gleich einmal essen. Kleinkinder stellen hier übrigens keinen essbaren Snack her, die machen ganz einfach ein Spielzeug, mit dem sie dann spielen können. Aber dann machen wir jetzt gleich mit dem nächsten Mod weiter. Und der letzte Mod auf meiner Liste, das ist der Go-to-School-Mod. Und wie der Name schon sagt, mit Hilfe von diesem Mod könnt ihr eure Kinder und Teenager in die Schule begleiten. Dieser Mod ist tatsächlich schon älter, aber er funktioniert noch immer einwandfrei und den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Aber dann starten wir gleich einmal ins Spiel. Als ersten Schritt ist es ganz wichtig, dass ihr eine Schule in eurer Nachbarschaft platziert. Also ich habe eben Kinder in diesem Spielstand und deshalb benötige ich eine Grundschule. Ich habe mir also ein passendes Gebäude aus der Galerie gesucht. Ich sehe gerade, es soll eigentlich ein Kindergarten sein, aber im Wesentlichen ist das egal. Ich habe es nämlich als Grundschule gekennzeichnet. Und zwar ganz wichtig ist in Wirklichkeit nur, dass man drei Dinge aus dem Baumodus platziert. Das erste ist ein Podium und das nennt sich Teachers Podium. Dieses müsst ihr im Klassenzimmer platzieren, denn dort spawnt dann auch der Lehrer und unterrichtet die Schüler.
Und zudem noch zwei sogenannte NPC-Icons. Das eine ist ein Lama und das andere ist so ein schwarzes Männchen. Und das müsst ihr in den jeweiligen Büros platzieren, damit die Schulleitung und die Schulberatung am richtigen Ort spawnen. Und jetzt in-game zeige ich euch gleich, was dann passiert, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Und zwar genau das passiert, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Es ist jetzt 8 Uhr und wir bekommen folgende Benachrichtigung. Es wird Zeit für Gina in die Schule aufzubrechen. Es wäre doch viel spannender, ihr dorthin zu folgen. Und jetzt können wir eben mitmachen oder sie alleine losschicken. Und natürlich möchten wir mitmachen. Jetzt sind wir automatisch im Ladescreen und kommen jetzt automatisch zu der Schule, die wir platziert haben. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass ihr immer nur eine Grundschule oder eben eine Highschool in eurer Welt platziert, denn eure Kinder kommen automatisch dorthin. Wir haben heute den Tag der Einführung. Willkommen in deiner neuen Schule. Hier bringen wir dir die Welt näher, in der du lebst, sodass dein Wissen genauso schnell wächst wie dein Körper. Es ist wirklich wichtig, denn es wäre schon sehr krass, wenn dein Gehirn immer gleich groß bliebe. Bist du bereit? Gut, wähle den Lehrer aus, den du beim Podium finden solltest, und dann an der Einführungsveranstaltung teilnehmen. Die ganze Welt könnte eines Tages von dir abhängen. Und zwar, hier ist eben die Lehrerin am Podest und hier können wir jetzt an Einführungsveranstaltung teilnehmen. Außerdem haben wir hier noch den Schulleiter und irgendwo müssten wir auch noch eine Schulberaterin oder einen Schulberater haben. Hier haben wir einen Hausmeister, einen Caterer und dann haben wir hier Schülerberater. Und wie bei jedem anderen Event haben wir jetzt immer mehr neue Aufgaben. Hier können wir dann jetzt eben Fragen stellen. Über Kreativitätsfähigkeit fragen, dann können wir über Sozialfähigkeit fragen. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt alle hier rübergerannt sind. Ist gerade irgendwer gestorben? Nein. Er hat das Puppenhaus kaputt gemacht und deshalb weinen alle. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist mein Zeichen zu gehen. Wie gesagt, ihr bekommt hierbei eben jede Menge neue Aufgaben und je nachdem, wie gut ihr euch hierbei anstellt, desto besser oder auch schlechter werden eure Noten. Aber alles weitere über den Mod findet ihr am besten selbst heraus. Und an dieser Stelle werde ich mein Video dann auch beenden. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Mods zeigen, die du vielleicht noch nicht gekannt hast. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!